Oh, Video hat schon gestartet. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane. Yo Leute, willkommen zu einem neuen Video von Afrodash TV. Und in dem heutigen Video gibt's 10 Fakten über mich. Und mein erster Fakt ist, ich bin deutsch. Willkommen zum Fakt Nummer 1. Ziemlich klar, viele Leute wissen es auch. Fakt Nummer 1 ist, ich liebe Basketball über alles. Ja, Basketball ist einfach ein Teil meines Lebens. Ich meine, wurde nach Michael Jordan benannt und wer feiert's nicht? Daddy, chill. Fakt Nummer 2 ist, Afrodash TV wäre nie instande gekommen, wenn ich Jocelyn nicht gefragt hätte, ob wir gemeinsam einen YouTube-Kanal betreiben wollen. Und ja, seitdem machen Jocelyn und ich Videos und es macht auch sehr viel Spaß, YouTube-Videos zu machen. Lüge. Und stressigen Situationen. Lüge, Lüge, Lüge. Aber... Fakt Nummer 3 ist, ich habe immer, also was heißt immer, fast immer positive Energie und ich lache sehr viel, denn es ist wichtig, viel zu lachen. Wenn man nur negative Energie um sich rum hat und negative Vibes hat, dann macht das Leben gar keinen Spaß. Wisst ihr, was ich meine? Negative Vibes, dann macht das Leben gar keinen Lust, you know? You gotta enjoy every moment of your life. Fakt Nummer 4 ist, Leute schätzen mich jünger als ich aussehe. Und zwar, ich bin momentan 19 Jahre alt, aber Leute denken, ich wäre 17, ich wäre 18, ich wäre 16. Das ist das Jüngste, was ich eingeschätzt wurde. 16, like, how do I look like 16? I got a beard, you know, a beard. How does that make me look 16? Das gibt eine Anzeige. Fakt Nummer 5 ist, ich feiere Amerika und ich kann mir echt vorstellen, meinen längeren Zeitpunkt nach Miami, nach Los Angeles, oder nach New York City zu gehen, einfach für einen längeren Zeitpunkt chillen. Mein Englisch ist auch gerade nicht das Schlechteste. That me I try to say, you see me? Me I tell the man one thing and him not understand me, you see me? It's like every time I talk to the man, you see me? Him not understand what me I say, you see me? Fakt Nummer 6 ist, mag einfach Chicken, you know. Chicken, KFC. How you feel when everything nice? How you feel when you see for the flavor, the feeling you get when the tears everybody? KFC und Chicken, ich mag einfach KFC und Chicken. KFC. Könnt ihr in Chicken baden, so sehr mag ich Chicken. Fakt Nummer 7 ist, ich höre gar keine deutsche Musik, gucke gar kein deutsches YouTube, doch gar kein deutsches Netflix. Denn ich gucke amerikanisches Netflix, amerikanisch oder englisches YouTube. Und ja, auch Facebook gucke ich auf Englisch, amerikanisch eher so. Ist ja die same language, aber egal, aber trotzdem. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Ich finde, das deutsche YouTube ist nicht so. Wir machen halt anderen Content immer von anderen Leuten nach. Und deshalb finde ich, muss ich mir das nicht geben. Aber in Amerika so, ist das irgendwie viel lustiger, so meine Meinung. Aber jeder hat seine eigene Meinung, bevor jemand in die Kommentare kommt. Fakt Nummer 8 ist, ich bin neben Basketball auch ein Fußballfan und ja, also das Trikot hat nichts damit zu tun, aber ja, ich feiere Schalke 04 aus Deutschland und nebenbei feiere ich auch Paris Saint-Germain und ich habe Familie in Paris, halt auch ein Grund, ich war auch öfter schon an dem Paris-Stadion vorbeigefahren, deswegen irgendwann mal werde ich in den Stadion Parc des Princes reingehen, aber auch in, ich werde auch in die Felddienst-Arena reingehen und dann sehen wir mal. Fakt Nummer 9 ist, eine Person kann irgendwie schnell Sachen lernen. So. Kommt drauf an, ob Sprache oder auch Programm, was auch immer. Ich kann Sachen schnell lernen. Und auch wenn es nicht in der Schule immer so war, aber außerhalb der Schule kann ich einfach alles Mögliche lernen. Und Fakt Nummer 10 und der letzte Fakt ist, ihr solltet das Video abonnieren. Okay Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Falls ihr neu seid, könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren. Dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal.